Wie dramatisch ist die Lage bei der Wiener Austria? Der Frage mag ich jetzt nachgehen, und zwar im Skype-Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Wiener Austria. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Markus Kretschmann. Hallo. Begrüße Sie. Dankeschön, dass Sie mitmachen bei dieser Interviewaufzeichnung. Sie wissen, es ist dieser Tage ja auch für uns Journalisten nicht wahnsinnig einfach, an Videomaterial zu kommen. Insofern vielen Dank für Ihre Zeit. Wobei störe ich Sie gerade? Was tun Sie? Ich bin wie sehr viele andere Österreicher hoffentlich auch im Homeoffice. Wir sind Gott sei Dank im Sinne auch unserer Digitalisierungsoffensive sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten wirklich auf technisch hohem Niveau von zu Hause. Bin natürlich immer wieder in diversen Videokonferenzen, Telekonferenzen, weil es natürlich gilt, die Zukunft zu planen. Aber lassen Sie mich an der Stelle wirklich auch noch einmal sagen, nehmen wir das sehr, sehr ernst, was dieser Tage gerade von der Bundesregierung immer wieder tituliert wird. Wir müssen jetzt einmal in der ersten Phase wirklich auf die Gesundheit aller achten. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jeden unnötigen sozialen Kontakt, so schwierig das auch ist, und selber auch familiär davon betroffen, vermeiden. Eben die neuen Medien nutzen, über Videocall, über das Telefon in Verbindung zu treten. Ich glaube, das ist in der Phase das Allerwichtigste. Das versuchen wir als Club, auch als Bundesliga, zu unterstützen und gleichzeitig aber dann in dieser Isolation natürlich auch die wichtige Zukunft zu planen. Und ich glaube, die draußen sein müssen oder die ihren Job machen, Ärzte, Krankenschwestern, Labormitarbeiter, im Handel, im öffentlichen Verkehr und letztendlich auch die Politiker, die machen in diesen Tagen einen sehr, sehr tollen Job, einen intensiven Job. Da gilt es, Danke zu sagen. Die wir die Möglichkeit haben, hier beispielsweise im Office zu arbeiten, müssen. Das heißt, in der Generali Arena tut sich dieser Tage gar nichts, oder wie ist es aktuell um die Besiedelung unter Anführungszeichen in der Geschäftsstelle bestellt? Nein, wir haben auch nach den Vorgaben der Behörden eigentlich einen klassischen Shutdown gemacht. Die Generali Arena ist im Prinzip mit einem Journaldienst, weil wir eine Betriebsanlage, es geht nicht nur darum, den Rasen zu mähen, sondern die ganze Anlage immer wieder zu kontrollieren. Da sind Kollegen vor Ort, die das machen, aber ansonsten ist kein Betrieb, die Geschäftsstelle ist geschlossen, der Fanshop ist geschlossen, selbstverständlich kann auch nicht trainiert werden. Wir versuchen jetzt, die Spieler mit Trainingsmaterialien zu unterstützen, dass sie sich was holen können, aber immer unter der Prämisse, dass wir versuchen, Gruppenansammlungen streng zu vermeiden, aber im Prinzip ist es dort ganz, ganz ruhig und es ist quasi nur bewacht und geschaut, dass der Minimalbetrieb. Jetzt trudeln dieser Tage fast täglich neue Presseaussendungen von der Wiener Austria in den Redaktionen, in den Sportredaktionen des Landes ein. Und ich sage mal so, die Formulierungen, die werden nicht unbedingt weniger deftig oder weniger dramatisch. Also auch Sie selbst lassen sich da ja durchaus mit dramatischen Formulierungen zitieren. Da geht es um die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Ladens oder des Clubs. Wie gut schlafen Sie denn dieser Tage? Also, Sie haben recht, es ist natürlich eine für alle Beteiligten, aber wahrscheinlich nicht nur für Austria Wien, sondern wir hatten am Mittwoch eine Bundesliga-Konferenz, auch für viele andere Clubs eine sehr, sehr schwierige, eine herausfordernde Situation. Ich glaube, die deutsche Bundeskanzlerin hat nicht übertrieben, wenn sie gesagt hat, das ist die schwierigste Situation und eine ungewohnte Situation für viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich stehe an der Spitze mit Peter Stöger eines auch Unternehmens, nicht nur des Fußballclubs Austria Wien, der monatlich zwischen 140 und 150 Personen auch in der Lohnverrechnung abrechnet, nicht nur Spieler, Trainer, viele Mitarbeiter, auch im Nachwuchs, bis zum Damenteam hinunter. Und da haben wir eine große Verantwortung. Und ich glaube, das ist eine Krise, die man in der Dimension nicht hat kommen sehen können, die, glaube ich, alle überrascht hat oder vielleicht die Dimension nicht rasch genug auch wahrgenommen wurde. Und die große Unsicherheit, die wir alle dieser Tage haben, ist, noch einmal, das eine ist die Sicherung der Gesundheit, aber natürlich müssen wir auch das Leben auch danach planen, ist, wie lang wird die ganze Sache dauern? Und wir sind natürlich als Fußballclubs, als, wenn Sie so möchte, Freizeitanbieter, auch in der Kette, und das verstehe ich, wenn man auch durchaus sagt, jetzt geht es in erster Linie nicht um Fußball, sondern um die Gesundheit, dann geht es auch um die Jobs, doppelt betroffen, denn selbst wenn sich, und was alle hoffen, sich die Lage dann in den nächsten Wochen oder Monaten bessert,
wird das sicherlich auch nur schrittweise passieren. Und bis wir wirklich wieder Fußballspiele in vollen Stadien erleben dürfen, das kann noch eine Zeit lang dauern. Deswegen haben wir jetzt eben diese Bundesliga-Konferenz einberufen. Wir versuchen alles, um die Saison nicht nur zu Ende zu spielen, sondern auch natürlich, um die nächste Saison dementsprechend zu planen. Aber was es so schwierig macht, ist die Unsicherheit, was das Zeitfenster betrifft, dass man hier vernünftig planen kann, weil es natürlich ein wesentlicher Unterschied ist, ob wir dann im Mai wieder Fußball spielen können oder andere Horrorszenarien, die ja tief vom Herbst sprechen, zu skizzieren sind. Und das eine sind die organisatorischen Themen, aber dann natürlich auch die wirtschaftlichen Themen, die Einkommenssituation. Denn eines ist auch klar, die Kostenseite läuft weiter und unser höchstes Gut sind die Mitarbeiter, die Spieler, die Trainer, aber auch die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und auch die brauchen und wollen Klarheit. Und das ist das Schwierigste, glaube ich, in der Situation, die Unsicherheit intern und extern bestmöglich zu bearbeiten. Aber was heißt denn das jetzt konkret, zumal man ja weiß, dass die finanzielle Lage bei der Austria auch schon vor Corona sehr angespannt und sehr prekär war? Jetzt fallen diverse Veranstaltungen in der Generali Arena weg, der Spielbetrieb ist unterbrochen, das haben Sie eh schon erwähnt. Das Champions League Finale der Frauen, das ja auch in der Generali Arena stattfinden hätte sollen, ist natürlich auch kein Thema mehr. Müssen sich die Mitarbeiter um die Arbeitsplätze sorgen und inwieweit sind sie mit der Umsetzung des Kurzzeitarbeitsmodells schon vorangeschritten? Also Sie haben es richtig gesagt, die Austria, das war ja bekannt und wir haben da kein Hehl daraus gemacht, ist aufgrund der vielen Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren insbesondere in der Infrastruktur gesetzt haben und diverser Verzögerungen in einer durchaus herausfordernden wirtschaftlichen Situation. Wir hatten und haben dafür auch einen klaren Plan erarbeitet, aber das sind natürlich Kriterien der Coronavirus-Krise in keinster Weise simuliert worden. Und daher gilt es jetzt dieser Tage neu zu rechnen. Das Problem ist, wir haben keinen Spielbetrieb. Sie haben es richtig gesagt, es gibt auch andere Veranstaltungen in der Generali Arena, neben dem Champions League-Finale der Frauen, das jetzt einmal verschoben wurde, auch immer wieder Veranstaltungen, die uns natürlich auch ausfallen. Aber gewisse Kosten laufen natürlich weiter. Und wie Sie richtig sagen, auch die Mitarbeiter, die Spieler, die Trainer haben Verträge, die natürlich weiter bezahlt werden müssen. Und da ist es jetzt dieser Tage, Peter Stöger und ich, aber mit einem Kernteam, auch da muss ich mich wirklich bedanken, da gibt es viele und tolle Mitarbeiter der Austria, die sehr, sehr intensiv, fast rund um die Uhr daran arbeiten, wie wir das Modell auf die Beine bekommen. Ja, und es ist richtig, wir haben uns sehr früh eigentlich schon mit Ende letzter Woche und seit Beginn oder Anfang dieser Woche sehr intensiv damit beschäftigt. Wir werden das Kurzarbeitmodell, und auch da gilt es wirklich Danke zu sagen an die Bundesregierung und die Sozialpartner, dass sie unbürokratisch und schnell und eigentlich täglich nachbessern dieses Modell erarbeitet haben. Dieses Modell werden wir anwenden, so wie alle anderen jetzt einmal für die nächsten 3 Monate. Das ist einmal die Möglichkeit, unterschiedlich, aber alle Mitarbeiter, ich habe gerade vorher auch kommuniziert, auch bei den Spielern, wir müssen ja mit jeder einzelnen Person eine Einzelvereinbarung schließen, weil wir keinen Kollektivvertrag für den Großteil haben und auch keinen Betriebsrat haben. Aber da sind die Mitarbeiter großartig, sie ziehen mit, weil sie auch erkennen, einerseits geht es um den Fortbestand des Unternehmens, aber natürlich auch um ihren persönlichen Arbeitsplatz und das ist ein Modell und Peter Stöger und ich haben natürlich das klare Ziel, bestmöglich jeden Arbeitsplatz erhalten zu können. Da sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Da ist groß Danke zu sagen, auch an die Kollegen. Ist aber auch eine Herausforderung, wenn du das eben für 140 Personen quasi machen musst. Aber wir sind da gut aufgestellt. Wir werden dieses Modell nutzen. Und das ist einer der Säulen, nicht die einzige, weil wir natürlich auch mit den Banken zum Beispiel die Gespräche geführt haben, um hier vielleicht Stundungen erzielen zu können. Denn wie für jedes andere Unternehmen gilt auch für uns jetzt im Moment, wichtig ist es, die Liquidität zu halten. Und wir haben da auch in der Bundesliga am Mittwoch schon gute Gespräche geführt, wo es auch Überlegungen der Liga-Geschäftsstelle gibt. Auch da gibt es jetzt Musterrechnungen, beispielsweise auch das Lizenzierungsverfahren einmal zu verlängern. Hier auch die Messlatte in gewissen Bereichen, ich glaube, Christian Ebenbauer hat das ja auch bei euch schon mit diesem Rettungsschirm angedeutet. Auch diese Maßnahmen werden geprüft. Denn auch da gilt, eines ist wichtig. Jeder muss natürlich jetzt in seiner Verantwortung auf seinen Club schauen. Aber ich muss sagen, ich war schon auch sehr beeindruckt und das ist auch das Positive in diesen Tagen, die Solidarität der Clubs sowohl in der Tipico-Bundesliga als auch in der Happy-Bet-Zweiten Liga ist großartig. Und da geht es ja auch wirklich darum, auch im Sinne des Wettbewerbs für die Zukunft
möglichst viel sich zu helfen, auch wenn jeder seine eigenen Aufgaben hat. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg ist. Und das ist wieder das Positive. So schwer die Krise ist, die Solidarität ist wirklich beeindruckend. Zwei Fragen haben sich aus Ihren sehr ausführlichen Erläuterungen ergeben. Zum einen, wie viel Prozent der Gehälter bekommen die Spieler aktuell? Bekommen die volles Gehalt oder gibt es da einen, wie sagt man so, per Saldo-Betrag, den jetzt die Spieler bekommen? Und zweitens, weil Sie das Lizenzierungsverfahren angesprochen haben, muss man sich Sorgen machen um die Lizenz der Austria? Und um es vielleicht ganz zugespitzt zu formulieren, müssen Sie sich auch mit Konkursszenarien beschäftigen? Also das waren jetzt quasi drei Fragen. Das erste ist einmal Punkt 1, das Kurzarbeitmodell, das ja erstmalig quasi alle Quote für die Lohnzahlungen des März anzuwenden sind, ist ja ganz klar geregelt, dass die Dienstnehmer zwischen 80% und 90% ihres Nettogehalts sozusagen bekommen werden. Bei den Spielern haben sie eben die Schwierigkeit, dass es ja diese Höchstbemessungsgrundlage von, ich glaube, 5.370 Euro brutto gibt und viele Spieler, ist ja auch kein Geheimnis, darüber sind. Und wir müssen eben auch unterscheiden, die Profispieler der ersten Mannschaft, aber auch die jungen Spieler der Young Violets beispielsweise und auch die Trainer im Nachwuchs, da gibt es ja verschiedene Kriterien. Aber da ziehen alle mit, aber wie Sie sagen, grundsätzlich kann man sagen, dass sie 80% bis 90% ihres Entgelts sozusagen bekommen werden, mit Unterstützung eben, dass hier ein Teil quasi durch das lokale AMS übernommen wird. Das ist der erste Punkt. Und das ist jetzt einmal für den März in der Anwendung und wird dann die nächsten Monate weitergehen. Auch klar, weil das ist ja das Kurzarbeitmodell, wenn wir dann, und das liegt ja wahrscheinlich am wenigsten in der Hand der Club selber, sondern der Behörden, wieder hochfahren dürfen, zumindest auch teilweise im Trainingsbetrieb, dann wird man natürlich in diesen Teilbereichen diese Kurzarbeit auch wieder sozusagen reduzieren bzw. wegbekommen, weil er dann wieder Vollbetrieb ist. Punkt 1. Punkt 2 ist es sicher so, dass wir, was das Thema des Lizenzierungsverfahrens betrifft, ja unsere Unterlagen wie alle anderen Anfang März eingereicht haben. Da gibt es auch ein klares Szenario. Natürlich müssen wir jetzt die Rechnungen, aber da sind ja alle 12 Clubs davon betroffen. Das ist ja kein Spezifikum der Austria, hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise noch einmal überdenken, insbesondere der Cashflows. Die Bundesliga hat hier auch ein Formular aufgelegt, das jetzt von den Fachabteilungen bis nächste Woche auch abzulegen ist. Ich würde das einmal eine Art Stresstest auch für andere Clubs bezeichnen. Die Bundesliga hat auch klargemacht, dass doch einige Clubs hier Probleme bekommen könnten. Und vor allem, wir dürfen eins nicht vergessen, es geht ja dann in der Lizenzierung auch um die nächste Saison. Und da gibt es ja auch viel Fragezeichen. Jetzt gehen wir mal von einem planmäßigen Start aus. Aber weder Sie noch ich können das heute sicher sagen. Und natürlich geht es darum, wie viele Spiele finden statt, muss beispielsweise der Modus verändert werden, etc. Also da gibt es viele Fragen. Klares Ziel ist es, und das habe ich immer gesagt in diesen Tagen, das Unternehmen überlebensfähig zu halten mit all den Möglichkeiten, die ihm jetzt sozusagen die Regierungsmaßnahmen, auch andere Maßnahmen, Gespräche gegeben hat. Ich mache mir persönlich, habe ich jetzt nicht Angst oder irgendwas, sondern ich mache mir natürlich Sorgen, wie viele andere. Aber meine Aufgabe ist es, sich nicht nur Sorgen zu machen, sondern die Lösungen zu arbeiten. Und ich bin da sehr optimistischer Mensch, bin wirklich guter Dinge, dass wir das gut hinbekommen, auch in der Solidarität der Bundesliga. Und deswegen glaube ich, dass wir die Austria auch aus dieser Krise herausführen werden. Wie lange wir die Auswirkungen spüren, das muss man auch ganz klar sagen. Das wird, glaube ich, sicher noch einige Monate dauern und wird natürlich beispielsweise auch einen etwaigen Transfermarkt im Sommer sehr, sehr wesentlich beeinflussen. Natürlich beispielsweise führen wir auch viele Sponsorgespräche, die natürlich jetzt auch verständlich einmal auf ruhend gestellt sind. Und da muss man einfach abwarten, was passiert. Aber ich bin da wirklich guter Dinge und ich bin wirklich auch sehr stolz, weil wir hier in einem tollen Team zusammenarbeiten und bin felsenfest davon überzeugt, dass wir diese Krise auch bewältigen werden. Also das Schlagwort Konkurs vermag Sie nicht in die Enge zu treiben? Nein, das Schlagwort Konkurs mag mich nicht in die Enge zu treiben, weil es unsere Aufgabe ist, hier quasi das Zukunftsszenario zu zeichnen. Man muss aber natürlich klar sagen, aber das gilt ja für jedes andere Unternehmen auch,
Du hast als Club eine Einnahmenstruktur, du hast als Club, und Austria Wien ist beispielsweise, und da sind die Clubs unterschiedlich, Austria Wien ist beispielsweise natürlich sehr stärker als andere Clubs von Sponsoreneinnahmen abhängig. Da gibt es gute und klare Verträge, aber da muss man auch Verständnis haben, auch da wird man mit unseren Partnern sprechen, dass sie dann ihre Sponsorbeträge in den nächsten Jahren auch bedienen können. Da haben wir bei Austria, glaube ich, das Glück, dass wir doch sehr, sehr viele Partner haben, die eine sehr gute und hohe Bonität haben. Aber die sind natürlich auch alle oder sehr viele von ihnen von dieser Krise betroffen. Aber noch einmal, wie ich es eingangs gesagt habe, verstehe jeden, jetzt steht einmal die Gesundheit an erster Stelle, weil es ja auch, und jetzt kommen wir zu, nicht nur um die Gesundheit jeden Einzelnen geht, sondern auch darum geht, je schneller wir diese Problematik in den Griff bekommen, diese Neuinfektionsrate in den Griff bekommen, desto schneller wird sich das Leben auch wieder normalisieren. Und desto schneller werden wir auch wieder im Stadion Fußball spielen können und die Zuschauer dürfen. Und das muss unser großes Ziel sein. Weil Sie die Sponsorensuche angesprochen haben. Die Austria hat ja in der Vor-Corona-Ära sozusagen recht offen kommuniziert, dass man auf der Suche nach einem Investor ist. Wie sind denn da die Gespräche bis zur Corona-Krise verlaufen? Hat es da überhaupt Interessenten gegeben? Ja, habe ich ja auch davor gesagt. Wir haben, wie gesagt, im Herbst hier die Rahmenbedingungen in unseren Gremien definiert. Es hat jetzt da in den letzten Wochen auch Gespräche gegeben, auch bis unmittelbar knapp vor der Corona-Krise. Es hat auch mit diesen Partnern in der Corona-Krise schon Kontakte gegeben, die durchaus interessiert sind, diese Gespräche fortzusetzen. So wie wir beispielsweise auch, da gibt es ja die Möglichkeit, Videokonferenzen, Skype und andere Möglichkeiten zu nutzen. Ist sicherlich ein Thema, das wir weiter auf dem Radar haben. Diese Suche nach dem, mir gefällt besser der Ausdruck des strategischen Partners und dem Club weiterentwickeln zu können, müssen wir natürlich auch vorantreiben, auch wenn jetzt vielleicht sozusagen in der Prioritätenarbeit, wir haben das Thema Kurzarbeit, hat uns natürlich intensiv in den letzten Tagen beschäftigt, aber wir dürfen natürlich das große Ganze nicht aus den Augen lassen, denn das, was ich immer gesagt habe, ist klar, wir werden diese Krise in den Griff bekommen, da habe ich vollstes Vertrauen in die Medizin. Da gibt es tolle Forscher, die das machen werden. Wir werden irgendwann auch in die Normalität des Lebens zurückkehren und wir werden irgendwann auch wieder Fußball spielen. Hoffentlich möglichst bald, hoffentlich so, wie wir es in der Liga simuliert haben, möglicherweise schon ab Mai, um die Bundesliga fertig zu spielen. Aber da, wie gesagt, da gibt es noch viele Fragezeichen. Und dann wollen wir den Club einfach weiterentwickeln und da sind wir nach wie vor der Meinung, dass es hier einen strategischen Partner braucht. Aber auch da ist es natürlich zu einer gewissen zeitlichen Verschiebung gekommen, was aber klar verständlich ist, weil ja beispielsweise auch derzeit keine Reisetätigkeiten möglich sind. Welche Rolle spielt denn bei der Sponsoren- und Investorensuche eigentlich Peter Stöger? Gerade um den Jahreswechsel ist mir zumindest vorgekommen, hat er sich ja durchaus auch öffentlich sehr intensiv mit dem Thema Wirtschaft beschäftigt. Was mich insofern überrascht hat, als normalerweise jeder Sportchef froh ist, wenn er sich mit der Wirtschaft überhaupt nicht auseinandersetzen muss oder wenn er sich wirklich nur auf seinen Part konzentrieren kann, nämlich das Sportliche. Warum scheint das bei der Austria anders zu sein? Nein, ich muss wirklich sagen, dass Peter Stöger ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in all diesen Gesprächen. Diese Doppelvorstandsrolle, die wir seit August 2019 haben, leben wir intensiv, wir führen das gemeinsam aus und Peter Stöger natürlich mit seiner Person, mit seiner Strahlkraft, aber eben auch mit seinem Zugang. Und das ist das, was ich immer gesagt habe, Peter Stöger ist nicht der klassische Sportchef, sondern es geht da um das gesamte Unternehmen mit ihm gemeinsam zu entwickeln. Und er hat da natürlich auch eine Strahlkraft, er hat hier auch beispielsweise bei der Suche nach einem strategischen Investor auch hier Kontakte hergestellt. Und zum Beispiel in dem Fall ist ja auch die Entwicklung des sportlichen Konzepts die Basis, weil wir sind ein Fußballclub, der Fußball ist unser Hauptthema und daher muss der Fußball letztendlich auch funktionieren. Und daher ist es auch wichtig, dass es hier nicht nur die Tagesarbeit hat, meiner Meinung nach, wo das Trainerteam zuständig ist, eine Mannschaft zu entwickeln mit der Sportdirektion, sondern auch strategisch das gesamte Unternehmen zu entwickeln. Und natürlich ist Peter Stöger Kraft seiner Person, auch seiner Bekanntheit, sowohl bei den Sponsorengesprächen als auch bei den Investorengesprächen ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben einmal vor kurzem auch schon so persönlich ausgetauscht, wo ich mich wirklich auch bei ihm bedankt habe. Und er hat gesagt, für ihn ist das ganz klar. Er lernt ja selber auch viel dazu. Klar hätte er vielleicht das ein oder andere Mal gern
mehr Zeit für eigentlich das, wofür er auch geholt wurde, aber da hat auch er ein gutes Team, wo er viele Dinge delegieren kann. Aber er weiß, dass er als Vorstand mit mir gemeinsam im operativen Tagesgeschäft dafür zuständig ist, den Gesamtclub zu entwickeln. Und das macht er großartig. Und daher muss er sich auch mit diesen Dingen sehr intensiv auseinandersetzen. Ich mag zum Abschluss noch auf Ihre Person explizit zu sprechen kommen, weil es in der Prä-Corona-Ära ja durchaus auch innerhalb der Austria-Community heftige Kritik an Ihrer Person gegeben hat. Mitunter ist die auch recht unappetitlich ausgefallen. Die Hauptkritikpunkte, so wie es ich vernommen habe, waren zum einen Ihre durchaus harte Fanpolitik sozusagen und Ihre, wie soll man sagen, Verantwortung für die wirtschaftliche Misere bei der Wiener Austria. Wie viel von all dem ist Ihrer Meinung nach legitim und wie viel nehmen Sie sich zu Herzen, auch was die unappetitliche Wortwahl angeht? Schauen Sie, auch das habe ich immer wieder betont. Es ist natürlich nicht angenehm, aber ich stelle mich dieser Kritik und ich bin immer ein Freund davon, faktenorientiert die Dinge zu besprechen. Ich glaube, was Gott sei Dank noch vor Corona gelungen ist, dass wir mit vielen persönlichen Gesprächen und mit einer sehr positiven, auch lauten und langen Fanaussprache, die wir hatten, es geschafft haben, hier sozusagen auch eine Basis für die Zukunft zu schaffen. Das hat man dann auch beim letzten Spiel des Grunddurchganges gegen St. Pölten gesehen, wo der Support auch im Stadion wieder da war. Und wir haben uns auch für die Zukunft verständigt. Leider musste das aufgrund von Corona bis dato auch abgesagt werden, auch in persönlichen, durchaus wöchentlichen, zweiwöchentlichen Gesprächen immer wieder auszutauschen, um uns voranzutreiben. Und ich glaube, das zeigt sich in jedem persönlichen Gespräch, kann man seine Standpunkte gut äußern. Klar ist es geht um Austria Wien, es geht um das Gemeinsame, es geht nicht um die Einzelpersonen. Und das versuchen wir hier auf der Ebene zu machen. Was das Wirtschaftliche betrifft, ist, ja, wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase, weil viele Dinge auf einmal zusammengekommen sind. Ich habe das auch da in den Fangesprächen, aber auch bei der Generalversammlung, glaube ich, den Mitgliedern sehr klar erläutert. Wir kennen jetzt die Ursachen. Jetzt geht es daran, sozusagen die Lösungen zu erarbeiten, die leider Gottes, und das muss man, glaube ich, schon auch unterscheiden, nicht allein in unserer Hand liegen, weil es auch um das Thema Viola Park und um das Thema Widmungen geht, die dann wieder gewisse Themen auslösen. Aber da arbeiten wir natürlich mit Vollgas daran. Ich möchte betonen, wir haben einen klaren Plan. Wir werden diesen Plan natürlich jetzt durch die Auswirkungen der Coronavirus-Krise in gewissen Bereichen, so wie alle anderen Clubs, auch adaptieren müssen. Aber es gibt einen klaren Plan in die Zukunft, um die Austria wieder in die Erfolgsspur zurückzubekommen. Ja, dass jetzt in der Vergangenheit der ein oder andere Transfer nicht so gelaufen ist, wie wir uns das erhofft haben, das wissen wir jetzt alle, aber wir müssen den Blick in die Zukunft richten. Aber dass beispielsweise das Thema Kadermanagement auch schon für den Sommer jetzt unbedingt durch diese Krise nicht leichter geworden ist, gar kein Geheimnis. Aber wichtig ist, den Blick nach vorne zu richten. Und ich habe das auch gesagt, so wie es in diesen Tagen sehr hilft. Ich möchte da nicht herumlamentieren, ich möchte da nicht jammern. Das sind für mich keine Optionen, sondern ich möchte den Blick nach vorne richten, kämpfen für unsere Austria und dass wir uns dann wieder über Erfolge der Wiener Austria freuen. Auf einer vernünftigen wirtschaftlichen Basis, weil das ist die Voraussetzung und das werden wir schaffen. Das klingt alles sehr optimistisch und angriffslustig. Wie oft haben Sie sich trotzdem in jüngerer Vergangenheit die Frage gestellt, warum tue ich mir das überhaupt an, diesen Job? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, niemals, weil ich nicht nur von Kindheit Austrianer bin, sondern weil ich ein Kämpfer bin für den Club. Weil ich hier einen klaren Auftrag auch habe als Vorstand und weil es eine große Herausforderung ist. Ja. Und da habe ich eins einfach gelernt, aufgeben und jammern bringt dich im Leben nicht weiter. Du sollst faktenorientiert nach deinem Plan arbeiten. Wenn das andere Leute wollen, dann soll es so sein. Aber ich richte den Blick nach vorne und wir werden das schaffen. Was macht ihr denn zuversichtlich, dass die Bundesliga-Saison so wie bei der Clubkonferenz angepeilt zu einem gepflegten Ende gebracht werden kann? Zuversichtlich macht mich, dass wir, glaube ich, solidarisch innerhalb der Liga einen klaren Plan konstruiert haben. Auch da möchte ich Danke sagen an die Bundesliga-Geschäftsstelle, die das sehr professionell und gut aufbereitet hat und die Clubs unterstützt hat. Wir haben jetzt durch die Verschiebung der Euro, die hilft uns natürlich jetzt einmal grundsätzlich bis Anfang Mai die Zeit gewonnen, um den ursprünglichen Plan durchzubekommen. Wir haben natürlich auch Szenarien durchdiskutiert, wenn es doch noch zu längeren Verzögerungen kommt. Aber jetzt müssen wir auch abwarten, wie die Behörden entscheiden, ab wann sie gewisse Dinge genehmigen.
Aber ich denke, wir sind jetzt doch am 20. März. Das heißt, es ist schon noch einige Zeit. Ich glaube, es gilt jetzt einmal abzuwarten, was die Statistik auch zeigen, wie die Maßnahmen greifen. Und wenn die Maßnahmen aber, glaube ich, erfolgreich greifen, dann wird es auch eine Chance geben, in die Normalität zurückzukehren. Und Normalität heißt dann auch letztendlich wieder für die Mannschaften ordentlich trainieren zu können und letztendlich auch wieder Spiele bestreiten zu können. Und das ist jetzt einmal das Ziel. Wir werden uns mit der Bundesliga Anfang April auch wieder in einer Videokonferenz zu den neuesten Entwicklungen austauschen. Wir beobachten das natürlich tagtäglich, aber das ist jetzt einmal der Plan. Wenn es dann nicht so kommt, dann müssen wir uns dann auseinandersetzen. Aber jetzt hoffen wir mal das Beste, dass sich das so. War ein Saisonabbruch bei dieser Clubkonferenz eigentlich überhaupt kein Thema? Nein, die Bundesliga hat sehr gut aufgezeigt, was es für Varianten gibt. Ja. Aber das Thema des Saisonabbruches war deshalb noch kein Thema, weil es eben durch die Absage der Europameisterschaft jetzt genug zeitlichen Rahmen gibt bis Ende Juni, hier Möglichkeiten zu bestreiten. Und weil es natürlich schon darum geht, auch einen Wettbewerb, den man begonnen hat, bestmöglich zu Ende zu führen, weil es da natürlich auch, das geht, ist gar keine Frage für jeden Club und auch um die Bundesliga und diverse Sponsor, aber auch TV-Geldzahlungen geht, auf die man sozusagen auch nicht verzichten kann. Und deswegen ist das klare Ziel, schauen wir, dass wir diese Saison ordentlich zu Ende bekommen. Denn es gibt ja zwar jetzt 22 gespielte Runden und in der ersten Bundesliga, also in der Tipico-Bundesliga, hat jeder gegen jeden gespielt. Das schaut schon in der zweiten Liga, in der Happybet ersten Liga etwas anders aus. Und damit muss man sich jetzt auseinandersetzen. Aber ich hoffe einfach, dass es möglich ist, ab Mai wieder zu spielen. Wenn es nicht so ist, werden wir uns damit auseinandersetzen, aber einfach Step by Step. Dann schlage ich vor, wir bleiben alle gemeinsam optimistisch und hoffen, dass wir tatsächlich noch Bundesliga-Fußball zu sehen bekommen im Rahmen dieser Saison. Jetzt habe ich Sie lange genug gequält, länger als eigentlich angekündigt. Vielen Dank für die wirklich sehr ausführlichen Statements und ich hoffe, wir laufen uns dann demnächst wieder im Stadion oder gerne auch im Krone-TV-Studio, wie man will. Das wünsche ich mir auch. Wünsche alles Gute. Wichtig ist einmal gesund bleiben dieser Tage. Und Sie haben es richtig gesagt. Ich glaube, der Optimismus ist wichtig. Die Solidarität ist wichtig. Jetzt achten wir auf unsere Gesundheit und dann werden wir uns bald wieder in einem Stadion und ich verspreche Ihnen dann auch im Krone-Studio wieder sehen. Sehr gerne. Also, das ist hiermit aufgezeichnet. Sie haben was ich will für Zeugen. Keine ich Chance, freue mich genau. Auf Ihren Besuch. Wünsche auch alles Gute. Gesund bleiben. Bis bald. Dankeschön. Danke. Wiedersehen.